Also Dekadenz ist ein französischer Begriff, der ins Deutsche übersetzt an sich Dekadenz, also Untergang, Niedergang, Verfall, geistiger, moralischer Verfall einer Gesellschaft bedeutet. Aber es ist eigentlich eine literarische Bewegung. Wir sehen den Begriff sehr weit, weil er sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eben die Malerei erfasst. Jetzt muss man aber immer ganz klar dazu sagen, es geht hier nicht um kunstgeschichtliche Strömungen, sondern es geht hier eigentlich um Unterströmungen, die unter den eigentlichen Stilen, sei es Historismus, Symbolismus, Jugendstil, unten durchgehen. Das ist etwas ganz Neues, auch in der Ausstellungswelt, dass wir mal sagen, wir beschäftigen uns mit dem, was eigentlich immer wieder anklingt, worüber alle auch wissen, aber wir heute eben den, wie soll man sagen, den Bezug verloren haben. Die Décadence ist an sich eine literarische Bewegung, deren Brücke hinüber zur Malerei, zur bildenden Kunst, bisher eigentlich weder in einer Ausstellung noch sonst irgendwie groß thematisiert wurde. Das war der eine Reiz. Der andere Reiz ist der, dass wir natürlich gerade in einer ganz aktuellen Diskussion stehen. Manche nennen es Kulturkampf. Uns wird vorgeworfen, in den westlichen Ländern, wir seien alle dekadent. Und ich habe auch mit dieser Ausstellung vorzuzeigen, dass die Dekadenz-Thematik eigentlich eine Thematik ist, die sowohl in Frankreich, dem Ursprungsland, als auch in Deutschland schon längst erledigt ist. Also das sind die 1860er Jahre, in denen das diskutiert wird. Dieser Diskussion müssen wir uns nicht mehr stellen. An sich sind es eben Gruppendarstellungen. Man kann beinahe sagen, es sind meistens solche Menschenknäuel, Personen, die also heute würde man sagen, zu lange in der Sauna verbracht haben. Diese Sauna ist dann eben eigentlich gemeint als Bordell. Es kann aber auch eine Szene in einer Villa des 15. Jahrhunderts gemeint sein. So genau kann man das nicht trennen. Und diese etwas schwülstige Atmosphäre ergibt sich nämlich auch aus dem Vergleich mit einer Sauna. Das heißt, es muss ungeheuer warm sein, denn die Leute sind meistens nackt. Und man hat sofort das Gefühl einer gewissen gemeinschaftlichen, kollektiven, sündigen Schuld. Und das ist ja heute genauso reizvoll, wie es damals war.